Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei Hades. Ich grüße euch. Ja, das ist die zweite Folge und ich habe ein bisschen viel gedaddelt ohne Kamera. Ich bin ordentlich im Spiel vorangeschritten, habe auch mittlerweile einmal geschafft, den Endboss zu besiegen. Und das können wir jetzt mal hier sehen bei diesen Spiegel-Upgrades. Da habe ich ein bisschen gezockt, habe die größtenteils gemaxt. Hier habe ich allerdings noch einen Slot, den ich freischalten kann, wo ich nochmal zwei neue Talente kriege. Genau, ich habe ansonsten alle Waffen freigeschaltet. Und auch hier diese Andenken größtenteils freigeschaltet. Ich habe mich jetzt hier mal für diesen aufgespießten Schmetterling entschieden. Da bekomme ich nämlich jedes Mal 2% Schaden, wenn ich ein Scharmützel, also eine von diesen Räumen, unbeschadet überstehe. Genau, den werde ich jetzt auswählen. Ich wollte ein bisschen mit dem Schwert spielen. Und noch eine Info, wenn man nämlich einmal das Spiel durchgespielt hat, dann hat man hier so diese Möglichkeit, die Waffe Infernal zu spielen. Und zwar mit diesem Titanenblut kann ich hier so Aspekte freischalten oder so Varianten. Und das ist jetzt bei mir in dem Fall, würde ich die Nemesis-Variante nehmen. Die kann ich auch nochmal hochleveln. Genau, die bedeutet einfach, also die verstärkt einfach die Waffe. Und hier nach meiner Spezialität habe ich halt 3 Sekunden lang erhöhten kritischen Schaden. Chance. Und zwar 19%. Genau, wir können, das habe ich nämlich rausgefunden, diese Andenken schaltet man frei, indem man allen möglichen NPCs einfach hier so einen Honig schenkt. Und das habe ich hier bei dem Kollegen noch nicht gemacht. Und ich hoffe, dass der uns auch was schenkt. Ja, alles klar. Ein Andenken und zwar den Glückszahn. Können wir mal schauen, was der hier bringt. Hier ist er. Bis zu 50 Leben werden automatisch wiederhergestellt, wenn deine Lebenskraft aufgebraucht ist. Einmal pro Fluchtversuch versucht. Okay, also man kann quasi ein viertes Mal sterben. Ich habe ja mittlerweile schon 3 von diesen Respawns quasi, dass wenn ich sterbe, dass ich einfach wiedergeboren werde mit Hälfte Leben. Genau, ich quatsche noch hier kurz den Dialog zu Ende. Genau, wie gesagt, ich wollte das Schwert spielen. Und wir können nämlich hier reingehen. Seitdem ich das erste Mal das Spiel durch habe, gibt es hier noch so einen Strafpakt. Hier kann ich nämlich bestimmte Challenges auswählen, um das Spiel ein bisschen schwieriger zu machen, um dann aber auch wieder im Gegenzug wieder neue Belohnungen zu kriegen. Also wenn ich jetzt hier das erste Gebiet durchstreife, bekomme ich zum Beispiel ein Titanenblut. Eigentlich. Jetzt aber nicht mehr, weil ich mit dem Schwert das schon mal durchgespielt habe. Und dementsprechend muss ich jetzt hier so eine Frist zum Beispiel nehmen. Oder ich muss es zweimal machen, ehrlich gesagt. Ja, okay. Schau mal kurz. Ja, auf jeden Fall kann man dann hier wieder die Belohnung freischalten. Genau. Ich werde das jetzt aber erstmal nicht machen, weil ich gern einfach mal einen Run schaffen würde. Also ich hatte ja auch erst einen einzigen komplett geschafft. Und deswegen habe ich hier auch noch die letzte Belohnung noch nicht eingesackt, wer es auch, glaube ich, nochmal ein Titanenblut ist. Genau. Das macht das Spiel halt einfach schwerer, ne? Also ich kann hier einfach sagen, 20% mehr Bonusschaden fügen alle Gegner zu. Oder ich bekomme weniger Leben, wenn ich was einsammle, es wird alles teurer. Genau, ich habe das einmal probiert mit enge Frist. Da habe ich für jede Region habe ich 9 Minuten Zeit. Das ging aber ganz gut. Genau, wir werden jetzt starten, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe an alles gedacht. Genau, einfach Flucht beginnen. Ja, und dann hoffe ich, dass wir einen Run mal schaffen können. Das wäre schön. Würde mich freuen. So, ich bin auch mittlerweile immer relativ weit gekommen. Also, das ist wirklich hier Learning by Doing, dieses Game. So, genau, dann machen wir noch kurz das hier auf. Und dann haben wir hier den ersten dieser Frost, die Frostgöttin. So, wir wollen, ja, ich finde hier die Spezialität schon ganz gut, dass die Frostschaden macht. Das nehmen wir, glaube ich, direkt mit.
So, genau. Jetzt jedes Mal bekommen wir hier geräumt plus 2% angezeigt. Wenn wir dann schaffen, den Raum zu clearen, ohne Schaden zu nehmen. So. Ist manchmal gar nicht so einfach. Sollte aber jetzt hier in den ersten Gebieten, glaube ich, eher kein Problem sein. Ja, wobei die Schädel schon mal fies sind, aber hat geklappt. Let's go! So. So, ich muss nämlich immer schön meine Spezialität drücken und verwenden, damit ich meine Crit-Chance aufrechterhalte. Jawohl. So. Kann man ja auch zwischendurch reinschauen und sehen. Wir haben jetzt schon drei Scharmützel überstanden und haben dementsprechend 6% mehr Schaden. Meiner Meinung nach aktuell somit das beste Perk, was man hier mitnehmen kann. Diese komischen Steine. Jawohl. Nächster Raum geklärt. So, dann ja, nehmen wir mal den Zeus hier mit. Der hat auf jeden Fall auch einen richtig coolen Wurf. So. Der auch gerade am Anfang in dem Gebiet hier richtig helfen kann. Ah, die Schweine werfen mir so Minen ab. So. Next one! So, Zeus, Kollege, hilf mal hier. Genau, dein Wurf ist eine Kettenblitzsalve, die zwischen Gegnern hin und her springt. Das würde ich nehmen. Ich hoffe auch, wir kriegen Athena als Spurt. Dann können wir nämlich auch die Fähigkeiten ablenken, also Projektile. Und hier kann man jetzt sehen, dieser Wurf, der macht schon gut Damage und springt halt. Oh, okay, das war schlecht. Ich habe schon mal einen Damage hier kassiert. Ist jetzt nicht tragisch, aber verwehrt uns jetzt leider die 2% mehr Damage. Okay, wir brauchen auf jeden Fall hier Artemis. Die wollen wir mitnehmen. Oh, der ist fies. Naja, das war klar, dass der uns trifft. Ist nämlich gar nicht so einfach, den jetzt zu dodgen. Egal, nicht viel Schaden kassiert, das ist die Hauptsache. So. Das wäre natürlich jetzt auch zu schön gewesen. Okay, ansonsten buffe ich hier einfach nochmal meinen Wurf. Der macht mich nochmal extra Schaden, wenn er rauskommt. Tja. Oder ich nehme den Beistand mit. Nehmen wir das mal. Quasi als Ulti. Nehmen wir den mal mit. Ich hätte eigentlich gerne den normalen Angriff gehabt. Der ist nämlich ganz gut für den Bild, den ich hier anstrebe. So. Schön hier diese Spawn-Dinger aus der Ferne ausschalten. Ja. Wird einfach zerstört, bin ich early. So. Sehr schön. Das war wieder ein flawless Scharmützel. So, okay, dann machen wir doch. Buffen wir mal hier meine Spezialität. Crisp. Also meine Spezialität ist dieser Overhead Smash quasi. Ja, nehmen wir mal Max Leben mit. Schön fleißig am Dodgen hier. Zack. So, jetzt haben wir schon 14% Bonusschaden. Ihr seht, das geht gut hoch.
Aber man muss natürlich auch sagen, je weiter man fortschreitet in dem Gebiet, in den Gebieten, desto schwerer wird das natürlich. Weil es fliegen halt auch immer mehr Projektile rum und irgendwann passiert es halt, dass man vielleicht nicht viel Schaden kassiert, aber einfach ein bisschen. Und dann eben die 2% verwehrt bekommt. Das war gerade schon sehr knapp, aber es hat noch gereicht. So. Gerade hier bei so einem Raum, wo so theoretisch in den Zeitfenster unendlich Gegner spawnen. So. Sehr schön. Ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ich bin eigentlich zufrieden. Also hier 16% schon. Stackt auf jeden Fall ganz gut hoch und ist auf jeden Fall sehr nutzvoll. Ah ja, okay. Kollege Thanatos stattet uns einen Besuch ab und wir haben ja immer so eine kleine Challenge. Nämlich, wer kann mehr Gegner töten? Genau, da müssen wir uns quasi so ein bisschen beeilen. Die relativ schnell töten. So. Und hier links oben haben wir auch einen Counter. Wer denn wie viele Gegner bisher getötet hat. So, aber da wir eigentlich guten Damage dabei haben bisher, sieht es eigentlich ganz gut aus. Na, wobei, jetzt holt er gerade auf. Ah, Mist, haben wir ein bisschen Schaden kassiert. Schade. Jawohl. Der gibt uns nämlich dann auch ein schönes Item. Max-Leben nämlich. So, okay. Haben wir hier noch eine andere Option, wo wir hingehen können? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir zum Händler. Ah ja, okay. Aphrodite. Interessant. Okay, wir könnten jetzt schon mal unseren Angriff verstärken. Ja, ich glaube, das würde ich, glaube ich, mitnehmen. Ja, machen wir das mal. Und Max Leben noch mit eingepackt. I'm here, Meg. Das Gute ist bei Aphrodite, wenn ich da mal einen Angriff habe, debuffe ich quasi die Gegner, die ich treffe. Und das bedeutet, die machen weniger Damage dann. So. Zack. Ja, man sieht, ich habe ein bisschen gespielt. Also, wenn ich das vergleiche. Ich habe mir vorhin nochmal mein erstes Video angeguckt, wie ich da bei dem ersten Boss schon gestorben bin. Sehr traurig. Aber gehört dazu. Ich denke, das ist relativ normal. Sage ich jetzt einfach mal. Don't mind me, Father. So, wir müssen einfach noch ein bisschen tryharden. 16% Bonusschaden reichen mir definitiv noch nicht. Okay, wir haben gar keine Kohle. Verkaufen brauchen wir auch nichts. Dann geht's weiter in die nächste Ebene. So. Okay, dann gehen wir zu Hermes. Früher ein griechischer Gott, heute Paketdienstleister. Wobei er ja auch damals als, oder heute immer noch als Götterbote bezeichnet wird. Haben sich ja schon ein bisschen was dabei gedacht. So, da ist er. Was können wir denn von dem Gutes gebrauchen? Schneller Wurf, ja, schneller Angriff wäre schöner gewesen.
Tja, oder eine Bonusausweichchance, wenn ich den Beistand benutze. Ich glaube, ich nehme mir den schnellen Wurf, dann kann ich den nämlich schnell loswerden. Ah, sehr guten Hammer. Das ist immer wichtig. Können wir nämlich ein bisschen unseren Angriff verändern. Unser Angriffsmuster. Ah, verdammt, das hat er mich getroffen. Ich hatte eigentlich gehofft, ich kann die Ebene so machen. Funktioniert leider nicht immer. So, Spurtangriff trifft zweimal und fügt 20% Schaden zu. Das ist doch eigentlich schon mal gar nicht so verkehrt. Stimmt, das nehmen wir. Weil den verwende ich natürlich sehr viel. So, okay, Händler können wir uns sparen. Moving on. Den brauchen wir nicht. So. Das Game hat auf jeden Fall ordentlich Suchtpotenzial, muss ich sagen. Ja, einfach, es gibt so viel zum Freischalten und so viel zum Verbessern, dass man das Game halt einfach immer weiter spielen möchte. Ich habe es jetzt auf jeden Fall an mir ein bisschen gemerkt. Und auch da ist wieder diese scheiß Märtyrerbombe. Uns jetzt hier schon wieder die 2% Damage versaut. Sind wir auch bei 16, ne? Genau. So, wir versuchen es nochmal mit Artemis, weil ich auf eine bestimmte Duo-Gabe hin, ja, so ein bisschen Auge drauf mache. Die Kollegen hier. Oh, die haben wir schon mal weg hier. Das ist nämlich eine ganz fiese Kombi zwischen diesem dicken Stein, der vom Himmel fällt, und dieser diesem komischen Kopf, der da rumfliegt. Denn die versteinert uns und der Kollege fliegt dann einfach mit Full Damage einfach nur drauf. So, haben wir mal gemeistert. Okay, schade, war kein Duo, war keine Duo-Gabe. Eine Duo-Gabe ist übrigens, wenn wenn ich jetzt bestimmte Aspekte oder bestimmte Gaben von Göttern habe und dann zu einem von den Göttern gehe, dann können die sich so kombinieren und dann hat man halt so von zwei Göttern eine Gabe. So eine spezielle ist das dann. Und ja, also es macht einfach Sinn, weil die sind in der Regel sehr stark. Dann würde ich sagen, höheren Crit-Schaden nehme ich einfach mal mit. Und ich glaube, ich gehe hier in das Chaos-Tor. Wenn wir da so einen Angriffsboost kriegen oder sowas, das wäre schon ziemlich sick. So, Spurtangriff, 55% mehr Schaden. Das wäre natürlich super stark. Das nehmen wir. Weil der Spurtangriff, den haben wir gerade eben schon verbessert, dass der zweimal trifft. Natürlich schon mal direkt Damage kassiert hier. So. Ja, unsere Crits hauen schon heftig rein. Aber ich kassiere auch gerade ein bisschen Damage. Ist aber auch gerade meine erste Runde. Nice. So eingespielt. Oh, da unten ist eine infernale Truhe. Yeah, might as well. Können wir auf jeden Fall aufnehmen, wir können uns nämlich wieder heilen. Oh, schön wegkrippen die Kollegen hier. Und schnell töten. Okay, 90 Leben bleiben noch übrig. Das reicht, um uns voll zu heilen, das ist doch schön.
Händler brauchen wir nicht, dann holen wir uns Max-Leben. Ich würde mal eher so mit so 300 Gold zum Händler gehen, weil dann kann man sich diese beiden großen Pakete, die da sind, nämlich einsammeln. So, dann sind wir jetzt schon beim zweiten Boss. Schön bei der Hydra. So, okay. Erste Phase haben wir schon mal. So, nächste Phase. Jetzt kommen mehr Hydras. Okay, da habe ich versucht zu dodgen, leider erfolglos. Können wir auf jeden Fall mal den Beistand auch mal nehmen. Der macht nämlich ordentlich Damage. Ja. Tschüss. So. Genau, also normalerweise, ne, wie ich das vorhin meinte, wenn wir jetzt hier eine bestimmte Challenge picken und das, der Run dann schwer genug ist, sozusagen, dann kriegen wir hier auch wieder diese ursprüngliche Belohnung. Das war ja bei der Hydra zum Beispiel halt ein Diamanten. Und wenn dann wir den aber schon mal geschafft haben mit dem mit dieser Waffe, dann bekommen wir eben nur noch so schwächere Belohnung, sag ich mal. Okay, hier können wir nichts Sinnvolles machen. Dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Ja, Athene wäre natürlich noch super, dass wir Geschosse ablenken können. Es hätte auch bisher ungemein geholfen, um die Scharmützel unbeschadet zu bestehen. Nehme ich auf jeden Fall nochmal so ein Power-Up mit. Ah, die sind immer schön fies, die Teile hier. Ah, das ist natürlich jetzt richtig bitter. Ah, der hat direkt Damage gemacht, der Kollege. Gut, das haben wir. All clear. So, dann verbessern wir mal unseren Angriff. Oh, noch ein Hammer. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Den nehmen wir. Bei denen muss man mal ganz doll aufpassen, weil die so fiese Geschosse schießen. Und die muss man nämlich immer schön vorher hitten. Ja, sonst passiert nämlich das, genau. Oh, ich hasse diese Teile, ne? Ganz schlimm. So, dein Angriff wird zu einem großen Hieb. Na. Dein Hieb. Ah ja, okay. Tja, Spezialität lässt mich einen Ausfallschritt nach vorne ausführen und macht dich unbeugsam. Hm. Ich hätte halt gesagt, dadurch, dass wir eh die normalen Angriffe verwenden und mein Hieb 200% Schaden macht, also das ist, glaube ich, so der letzte. Genau, jeder dritte Angriff ist ein Hieb. Machen wir das mal mit, weil wir haben ja auch noch die Crit-Chance. So. Tja,
Tja, wo gehen wir lang? Oben oder unten? Holen wir uns noch ein Power-Up, würde ich sagen. Guess I get a break. So. Brauchen nämlich unbedingt ein bisschen Damage. Damage ist nie verkehrt. Ich hoffe, dass wir noch unsere Duo kriegen. Ich hoffe, dass wir noch Athene erwischen. So, dann habe ich kurz den Beistand noch gerufen. Den hier schaffen, ohne Damage zu kassieren. Dann haben wir nochmal ein Flawless Scharmützel gehabt. Das ist sehr gut. So. Das noch mit hier. Gut, ich würde nochmal zu Hermes gehen, in der Hoffnung, dass wir einen schnelleren Angriff kriegen oder irgendwie mehr Aufladung unseres Spurts. So, sehr gut, nochmal 2%. In the name of Hades. So, Hades, gönn mal jetzt. Hermes, Hades, sag ich schon. Nicht das, was ich wollte. Ich glaube, ich würde nehmen, dass ich unbeugsam bin und mich schneller bewege nach dem Sprint. Das ist immer schön, wenn man ein bisschen movable ist. Dann gehen wir mal zum Händler. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. Ah, schade. Nee, das ist nix hier. Tja, dann können wir den Spurt nochmal verändern. Oder bei jedem Wurf mache ich das hier. Oder wenn ich keine Dingens da habe, keine Würfe habe, dann erleide ich 10% weniger Schaden und füge 20% mehr Schaden zu. Nehmen wir das mal. Das schadet auf jeden Fall nicht. Oh, das ist super gut hier. Das ist genau das, was wir brauchen. Jetzt müssen wir zwar gleich so ein bisschen von einem Debuff mit von einem Gott kämpfen, aber dafür haben wir zweimal die Möglichkeit, dieses Duo hier zu kriegen. So. Ja, okay. Schwache Gegner sind auch anfälliger für Schäden. Das machen wir. Beautiful. So, jetzt ist Artemis sauer. Sorry, Artemis. Nicht mein Problem. Also ist mein Problem, aber. Wenn wir das hier überstehen, dann. Dann können wir die nämlich auch nochmal auswählen. Ja, das war klar, dass das uns hittet. Ja, der Damage sieht aber echt ganz gut aus. So, jetzt haben wir die auch. Schade. Ich weiß nicht, ob wir da schon die richtigen Gaben haben, damit dieses Duo überhaupt funktioniert. Verdammt! Egal. Das kriegen wir schon hin. Markierten Schaden. Ja, machen wir das. Können wir nämlich Gegner markieren. Bei einem Crit und dann haben wir eine erhöhte Crit-Chance auf den. Ja, damage-technisch sieht das richtig gut aus gerade. Der Kollege ist hier markiert. Zack. Easy.
Da haben wir noch einen. Nice. Okay, dann nehmen wir hier wieder die Göttin der Jahreszeiten. In the name of Hades. Mal gucken, was die noch so hat. Tja, nehmen wir hier die Bonusheilung, glaube ich, mit, weil den Spurt würde ich sehr ungern belegen eigentlich. Na, wobei, wir nehmen den mal mit, dass wir hier noch ein bisschen Frost verteilen können. Gerade auch jetzt für den Bossfight. So, Theseus und der Minotaure. Bei dem Kollegen muss ich mich hier immer hinter der Wand verstecken. Weil der wirft nämlich immer so einen Speer. Richtig gemein. Feuer hier ab und zu meinen Beistand mal da rein. Um hier mal ordentlich Damage auszuteilen. Okay, den haben wir schon mal. Wirft wieder der Kollege. Okay, jetzt macht er hier so einen heftigen AOE. Schön wieder verstecken hier. Zack! Easy! Die guten Heroen bezwungen. So. Dann geht's mal wieder nach oben. So. Kann man da irgendwas kaufen? Eigentlich nicht. Jetzt kommt mein Hassgebiet. Und ich denke, damit bin ich nicht alleine auf der Welt. So, Tempel des Styx. Hier ist nämlich das Bittere. Okay, wir könnten hier nochmal einen Artemis kriegen für 450 Gold. Darauf sollten wir auf jeden Fall sparen. Hier kriegen wir sie auch nochmal kriegen. Genau, weil wir müssen nämlich jetzt hier an dem braven Hündchen vorbei. Und um das zu schaffen, müssen wir hier diese Räume clearen. Und irgendwann kommt so ein Futtersack. Und der bewirkt eben, dass wir den Hund ablenken können, womit wir dann eben zum Endboss kommen. Und das werden wir jetzt versuchen. So. Das sind nämlich immer so kleinere Etappen. Bisschen anders wie sonst. Sonst sind es ja, respawnen ja auch viele Gegner und so. Aber hier sind das immer nur so ganz, ganz kleine, enge Räume. Und die ganzen Viecher hier können vergiften. Das ist. Oh, it's just a tiny vermin. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Was geht hier ab? Kleines Ungeziefer. Das hört sich ziemlich bitter an. Das ist einfach ein kleiner Boss. Das ist ja eine Frechheit. Ich werfe ihm mal einfach mein Zeug rüber. Okay, hier fighten ist glaube ich nicht so klug. Er hat mich gerade schon gehittet. Kleine Mistmade hier. Ist aber schnell das Vieh. Gut, dass ich hier dieses Frösteln habe. Not yet.
wurde mal ein bisschen von diesen Pfeilen gefeuert. Zack. Da haben wir es noch. Das hatte ich auch noch nicht. Okay, interessant. So, dann gehen wir mal zu Artemis. Okay. Tja. Ich glaube, ich würde hier diese Rückendeckung nehmen, dass wir immer einen zielsuchenden Pfeil feuern, nach allem Möglichen, was wir so tun. Ja. Okay. Hier geht's wieder zurück. Dann würde ich jetzt mal hier ein bisschen Kohle holen. Ein bisschen Money. Damit wir nämlich nochmal die Artemis-Gabe kaufen können und versuchen können hier. Okay, das war super. Und hier versuchen können, die diese Duo noch zu kriegen. So, verrecke. Verrecke! Hier ist noch ein Brunnen, wir können noch was kaufen. Brauchen wir nicht, okay. Wir brauchen ja auch vor allem das Geld. Ah ja, hier haben wir jetzt den Futtersack. So. Nochmal aufheilen. Tja. Das haben wir gerade mal Level 4, ne? Und ein Upgrade bräuchten wir auf jeden Fall noch. Aber wir können da auch noch einen einsammeln. Dann kaufe ich jetzt mal hier Artemis. Should come in useful. Schade. Dann machen wir hier den Overall-Crit einfach. Ich glaube, ich hatte die falschen Gaben ausgesammelt. Also man muss auch ganz bestimmte, also ich hätte jetzt eine bestimmte Gabe oder eine von vielen bestimmten Gaben von Aphrodite nehmen müssen und eine von ein paar von Artemis und dann eine von beiden Gaben nochmal einsammeln und dann hat man eben diese Möglichkeit, so eine Duo-Gabe zu kriegen. Und auf die ich jetzt gegangen wäre, wäre eben die gewesen, dass ich auf geschwächte Feinde nochmal zusätzlich Schaden mache. Weil ich schwäche alle meine Feinde hier mit meinen Angriffen. Ja, genau. Aber ich glaube, dafür hätte ich den Angriff von Artemis gebraucht. Und ich habe ja den von Aphrodite, weil ich den ja auch von Artemis gar nicht bekommen habe. Ja, so ist das immer ein bisschen mit dem RNG. Aber wir sind trotzdem gut dabei. Also, damit wäre ich nochmal ein bisschen stärker. Aber eigentlich sieht es gerade ganz gut aus. Was aber nicht heißt, dass wir easy hier den Boss besiegen. Den Endboss. So. So, weg mit dem ganzen Schmutz hier. Tower of Olympus. Okay. Nochmal 40% mehr Crit-Schaden, einfach. Zeus würde ich jetzt, glaube ich, nicht noch extra einsammeln. Nochmal Max-Leben können wir machen. Würde ich, glaube ich, auch machen. Weil das hier gerade doch ganz gut läuft. Weil manchmal ist man auch für diese Räume nicht ganz so stark und dann kassiert man hier auch ganz gut Damage. Dann hätte ich das jetzt nicht gemacht. So. Aber das sieht ja doch ganz gut aus bisher. So, sehr schön. Zack. Not yet. Geht richtig flott. Ich bin mal gespannt, wie gleich der Endboss wird. Also unsere Crits, die kloppen schon ordentlich rein. Ah, Mr. Witch gebissen. Zu viel Laser auf jeden Fall im Start hier. Ja.
zu viele Minen, die hier abgeworfen werden. Okay. Haben wir den geholt, haben aber Leben eingebüßt. War jetzt nicht so gut, aber passt schon. Wir können uns natürlich hier noch Zeus holen. Das würde ich, glaube ich, machen. Einfach nur mal gucken, was noch da rumkommt. Ach, okay, jetzt haben wir eine andere Duo. Jetzt habt ihr das mal gesehen. Jetzt haben nämlich die beiden einen Dialog. Ach so, okay. Jetzt haben wir hier die... Der Götterzähler lädt sich automatisch auf, ist aber auf maximal 25% beschränkt. Automatische Aufladung 1% pro 0,2 Sekunden. Das ist aber tatsächlich recht viel. Ich glaube, das nehme ich einfach mal mit. Ja. So. Weg mit dir, Hundi. Let's go. Ein Schluck Wasser noch. Bevor es hier losgeht. So. I don't think I'll ever get accustomed to the breeze. I cannot fathom why you. So. Hades, Gott der Toten. Let's go. Okay, das fing schon mal ganz schlecht an. Observe. Autsch. Muss auf jeden Fall daran denken, immer den Beistand von Artemis zu verwenden. Weil er sich ja doch recht schnell auflädt und ich ja hier sehr stark begrenzt bin. Ah, ich werde doch recht viel getroffen. Ja, das war wichtig, dass ich den jetzt hier besiegt habe. Er wirft nämlich auch mal so Totenköpfe und dann spawnen da so Wellen raus, die Schaden machen. Jetzt haben wir den auf 1% Leben. Er steht aber genau mal wieder auf. Weil das ein Sack ist. Ah, Mist. Okay, da hätte ich dodgen müssen. Okay. Tot getrotzt. Einmal wiederbeleben, bitte. Oh Gott. Ich nochmal Schaden bekommen hier. Das war schlecht. Ah, verdammt. Nochmal. Ja, wir haben ihn. Nice. Huh, das ging relativ easy. Verdammt seist du, du wirst alles mit deinen verdammten Fragen ruinieren. Da stirbt er. Tschüss. Lebe wohl, Vater. Ja, nice, cool. Jetzt habe ich es auch mal mit dem Schwert geschafft. Habe ich nämlich bisher noch nicht. Ja, okay, geräumt. 24 Minuten 50. Hier kann man es auch noch mal sehen. Ich habe es auch mal mit den Zwillingsfäusten geschafft. Eine Minute schneller. Sehr gut. Okay, obwohl wir nie gar nicht alles bekommen haben, was wir wollten. Aber das war, die Crits haben auf jeden Fall so gut reingekloppt. Die haben uns auf jeden Fall gut gecarried. Und auch unser Beistand, der macht zwar Damage, aber ist auch nicht so stark. Aber hat gereicht. Ich bin zufrieden. Und hier können wir uns jetzt unser Titanenblut einsammeln. So, mal sehen, was jetzt kommt.
Sind wir erstmal wieder in Griechenland hier. Jetzt kommen wir wieder zu unserer richtigen Mutter. Cold. Oh, hier können wir fischen. Das ist cool. Das machen wir. Missed it. Zu früh. Welcome back, my son. I begged the fates that you'd so. Return to me. Perhaps I ought to be more careful. Father didn't make it any easier for me. Nor would he tell me why he never... Okay. I wanted to... I just... I couldn't live with... Ja, so dieses typische Drama, ne? So bei den Göttern. Hades hat ja den, den man spielt, Zagreus gezeugt und dann, also Spoiler, ne? Das erfährt man erst ein bisschen später in dem Spiel. Erfährt man halt, dass die Mutter, die unten in der Unterwelt ist, gar nicht seine leibliche Mutter ist, sondern die hier, die man gerade gesehen hat. Und die schickt einen dann immer wieder zurück und es geht wieder von vorne los. Hier, das kennen wir ja schon. Jedes Mal, wenn wir sterben oder das Spiel durch haben, sind wir wieder hier. Jetzt kann ich noch mal kurz zeigen. Hier gibt es wieder neue Dialoge. Ich klicke das mal alles weg. Das ist jetzt nichts wirklich Wichtiges. Jetzt können wir nämlich hier hingehen. Und quasi wieder Titanenblut ausgeben. Aber ich glaube doch, wir haben wieder zwei Stück. Ob das jetzt hier reicht für eine neue Stufe? Leider noch nicht. Da brauchen wir noch ein drittes Titanenblut. Aber man könnte jetzt auch hier hingehen und eine andere Waffe eben hochleveln. Genau. Ansonsten würde ich sagen, das war's erstmal wieder mit dieser einen Folge. Ich wollte auf jeden Fall mal eine Folge machen, wo ich einen Run schaffe. Das hat zum Glück direkt geklappt. Finde ich cool, hat Bock gemacht. Gönnt euch auf jeden Fall das Game, falls euch das, falls euch das irgendwie anspricht, weil es macht richtig Bock, muss ich wirklich sagen. Also es ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Es hat auch einige Preise abgeräumt. Und wer so auf diese Roguelikes, Roguelites steht, gönnt es euch. Ja, am Anfang ein bisschen schwieriger. Man kriegt ordentlich aufs Maul, ja. Aber wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das locker. Also von daher, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.